Dankeschön und Prost. Ist wieder einzig und viel Bier übrig geblieben war. Vom Wochenende. Ich habe es ja ein bisschen übertrieben, weil ich hatte 12 Leute eingeladen und 3 Kästen Bier gekauft war. Sind dann ja alle verrückt, war. Ist natürlich was übrig geblieben. War. Aber Wein ist noch mehr übrig geblieben. Weil waren anscheinend nicht genug Frauen da. Ich habe halt mehr Freunde als wie Freundinnen. Und ja, ist halt nicht ganz so Multikulti, wie man sich das vorstellt. War. Klar, ich hätte auch gerne 3 Freunde und 3 Freundinnen und so war. Und die können dann hier alle, läuft super. Aber ist eben nicht so war. Ist dann noch irgendwie, kann man sie nicht aussuchen. Ist so gekommen, war ganz natürlich. Halt jetzt nicht irgendwie, braucht man auch nicht dran rummäkeln. Weil ihr habt ja noch Sachen, wo man dran rummäkeln kann. War. Freundschaft gehört noch nie dazu, aber ich bin ja zufrieden. Da sollte man lieber darauf achten, dass zum Beispiel so ein Bier, ja, dass das toll ist, wa? Willst ja deine Zeit nicht mit einem schlechten Bier verschwenden, wa? Was ist mit allen Genussmitteln, wa? Mit Schokolade, mit Pfeffer, mit Zigaretten und so. Da sollte man schon darauf achten, dass genau das, was auch passt, wa? Dass genau das richtig ist, so. Überhaupt mit materiellen Sachen. Also Autos, Fahrräder, Klamotten und so, die man trägt. Da kann man schon ein bisschen Zeit aufwenden, dass das ist, was man auch will, ja, was man braucht. Ja, weil ansonsten, wozu denn seine Zeit verschwenden mit Sachen, die man ja nicht braucht? Ja? Bücher, ja, wenn du liest, ja. Oder Musik, ja, CDs, Platten und so, wenn du was hörst, ja. Denn klar, wozu sollte man sich irgendeinen Scheiß anhören? Wa? Das ist alles Zeitverschwendung. Dann lieber die Zeit für die Suche nach dem perfekten Investieren. Wa? Weil es war einfach eine Charakterfrage. Ja? Musst du kicken. Musst du echt kicken. Weil, wisst ihr, das merkt man gleich, ob du so einer bist, der sich schnell zufrieden gibt, war, oder ob du lieber ein bisschen kramst, bis du das hast, was du auch wirklich brauchst, so, was du suchst. Ja? Letztendlich ist diese Charaktersache, das mündet alles, weißt du, das ist alles in der Liebe. Ja. Für die Liebe macht man das letztendlich, da kannst du ja ohne nehmen, was so kommt oder was. Weißt du, du musst auch ganz genau hingegen, da musst du ganz sicher sein und so weiter. Ja, wenn du jetzt zum Fleischer gehst und hast eigentlich so im Kopf, dass du zwei schöne Kalbschnitzel für so ein und schöne Dinner zu zweit, weißt du? Und dann sagst du, Tag, Herr Fleischer, ich hätte ja 2 Kalbsschnitzel, war schön hoch, den geschnitten. Und dann sagt er, ah, tut mir leid, Kalbsschnitzel sind alle, aber ich habe hier noch 2 fette, geile Schweineschnitzel, war. Und du sagst, ja, na okay, dann nehme ich die, war, ist ja auch toll. Nee, falsch. Weißt du, dann esse ich lieber eine Gurke, war, als mich für das Zweitbeste zu entscheiden oder so, weißt du? Oder erstmal nachdenken, vielleicht ist es ja gut, aber erstmal zumindest so ein bisschen, ein bisschen recherchieren. Das ist wichtig, wirklich. Zum Beispiel ein Kumpel von mir, ja. Der ist der absolute Perfektionist. Ja. Dem kannst du nichts erzählen, ja. Dem machst du nichts vor. Der hat sich alle angekickt, war. Der hat sich alle Kataloge der Welt angekickt, war. Der war im Internet. Aber richtig, der war überall im Internet. Tja. Dem kannst du nichts vormachen. Der weiß Bescheid. Und wenn der irgendwas sucht, war, wenn der sich irgendwas kaufen will, wenn der beschließt, eine Anschaffung zu machen, ja, und seid ein Mörser oder ein Fleischwolf, ja, du, Alter, dann steht die Welt Kopf. Ja, da wird überall gekickt, war. Da muss es auch ein Fleischwolf sein, verstehst du? Die feinste Mechanik muss das sein, ja. Das muss das beste Material sein, ja, das darf nicht erosieren, ja. Das muss alles funktionieren, das muss 1000 Jahre halten. Und wenn du willst, dann musst du da auch eine Katze durchjagen können, ja, weißt du? Und dann musst du da halt das feinste Hack sein, lecker und frisch. Weißt du, so richtig, muss alle Picobello und das Beste von der Welt sein. Das ist ein guter Freund. Da kann man sich ein Beispiel dran nehmen, ja. Da lernt man viel bei. So Ausschlussverfahren und so. Und eben gerade für die Liebe ist das so wichtig, ja. Wirklich. Aber was ich dann eigentlich meine ist,
Mir ist zum Beispiel jetzt die Suche nach dem perfekten Haarschnitt gelungen. Ne? Ich habe ihn einfach gefunden, den perfekten Haarschnitt. Und das kam nicht irgendwie, ich habe lange darüber nachgedacht. So, jetzt ist es raus, wa? Also, mach es gut. Rignon.